Unsere Gemeinden stellen das direkte Lebensumfeld der Steirer dar. Die Freiheitlichen wollen gemeinsam mit den Bürgern die hohe Lebensqualität unserer Heimat erhalten und weiterentwickeln. Geschätzte Birkfelderinnen und Birkfelder, angesichts der aktuellen Corona-Krise und den damit verbundenen Einschnitten und Entbehrungen ist es uns Freiheitlichen der Ortsgruppe Birkfeld ein Herzensanliegen, in Not geratene Birkfelder, welche in Arbeitslosigkeit geschlittert sind bzw. in Kurzarbeit gekommen sind, beziehungsweise auch Gastrobetriebe, welche herbe Einnahmenseinbußen hinnehmen mussten und noch immer müssen, unter die Arme zu greifen. Aus diesem Grund hat der Gemeindevorstand Manuel Pfeiffer und ich beschlossen, einen Solidaritätsfonds ins Leben zu rufen. Wir werden aus unserer privaten Tasche 1 Euro für jeden Bürger einzahlen. Das entspricht der Summe von 5.000 Euro. Die Unterstützung für notgeratene Birkfelderinnen und Birkfelder erfolgt in Form von Jogelohngutscheinen. Somit stellen wir auch sicher, dass unsere regionalen Unternehmen durch diese Maßnahmen profitieren und unterstützt werden. Regionale Wirtshäuser und Gastrobetriebe erhalten ein Fassl Bier als Zeichen der Solidarität. Wir Freiheitliche wollen keine neue Normalität. Wir Freiheitliche wollen keine Impfpflicht. Jeder Bürger ist mündig genug, um selbst zu entscheiden, ob er eine Impfung in Anspruch nimmt oder nicht. Wir Freiheitliche wollen das Bargeld erhalten und keine bargeldlose Bezahlungsform. Wir Freiheitliche wollen auch keine Corona-Überwachungs-App bzw. einen Schlüsselanhänger, der uns Tag und Nacht überwacht. Wir Freiheitliche wollen die alte Normalität zurück. Wir Freiheitliche werden uns auf allen politischen Ebenen für den Erhalt unserer Freiheit und die alte bewährte Normalität einsetzen. Wenn ihr unserer Meinung seid, dann bitte ich euch um eure Unterstützung am 28. Juni, damit wir gemeinsam Zukunft schaffen können. Jetzt geht es um Birkfeld.